Und damit moin, meine Damen und Herren, willkommen zu den LOL Trends, dem wohl besten Format in Rumänien. Und wie jede zwei Wochen sind die LOL Trends so ein kleines bisschen an den Patch Notes orientiert, denn der 12er Patch ist noch relativ frisch und wird erkundet. Und das bedeutet, wir schauen die Prediction der Woche und das ist witzigerweise Malzahars Konstanz. Ja, Malzahar ist immer noch super strong. Das bedeutet, er wurde ja wieder so ein kleines bisschen auf den Schaden angegangen. Eigentlich wollte man das Ganze reduzieren, die Leute interessiert es aber nicht. Er ist trotzdem in der Midlane super strong, ist gern gesehen und beziehungsweise nicht gern gesehen und ist natürlich in der Lage, die Leute ja gut zu terrorisieren. Malzahar ist sowieso so ein Charakter, der eine sehr, sehr interessante Änderung durchgemacht hat und von der Support-Position konnte man ihn eine lange Zeit nicht wegdenken und jetzt ist wieder die Midlane am terrorisieren. Ja, es ist halt wirklich furchtbar, die Leute ändern was und es passiert nichts und das ist immer wieder ein Indikator dafür, dass der Champion für den Patch oder für den kommenden Patch vielleicht sogar wie gemacht ist, okay? Wir müssen Beständigkeit hier ebenfalls loben. Und das ist bei ihm nun mal absolut der Fall. Auch wenn ihn vielleicht viele Leute nicht sehen wollen. Interessanter wird es dann beim Gegenteil, und zwar beim Abstieg der Woche, und das ist die Karma. Hier hat man die Änderung sofort realisiert und sofort bemerkt, es ist sucked. Ja. Sie ist deutlich geschwächt worden und ich warte auf den Moment, bis die Items das Ganze ausgleichen. Viele Support-Gegenstände wurden in diesem Patch verändert und leider kann ich nicht viele Statistiken abrufen, was Gegenstände angeht. Da sind viele Seiten leider einfach geboostet. Aber ich denke, Karma wird noch mit den neuen Schildgegenständen, speziell mit den Athens, noch ein sahniges Comeback feiern. Das bedeutet, dieser Abstieg wird wahrscheinlich nur von kürzer Dauer sein und in die Midlane-Karma, bei der sieht das auch gar nicht so bad aus, weil sie natürlich mit den Medins deutlich besser arbeiten kann als die Botlane-Variante, denn die müssen sich um andere Items kümmern. Finde ich also persönlich absolut nachvollziehbar und es wird hier noch eine Änderung kommen. Dann Gott, werfen wir noch einen kurzen Blick auf den Bann der Woche und das ist witzigerweise nach wie vor Zack. Ja, laut League of Graphs hat zwar seine Winrate so ein kleines bisschen abgenommen, denn er wurde wieder genervt, ja, offensichtlich. Trotzdem ist er noch bezogen auf diese Winrate sehr, sehr weit oben, sehr, sehr gut dabei. Das gleiche gilt witzigerweise für Ivan. Hier ist er immer noch super stabil, trotz der Tatsache, dass er genervt worden ist und er hält das Ganze gut aus. Interessant ist aber bezogen auf Zack, dass er auf eine 70% Bannrate kommt. Also das ist ridiculous. Die Leute hassen ihn und wir müssen ihn zu Recht erwähnen. Ja, das ist auch ein normaler Verlauf, wenn man erst Increased, dann Champion des Patches war und jetzt auf einmal Most Hated Champion. Ja. Ich finde ihn super nice, ich finde ihn super strong. Ich finde es gut, dass diese Änderung stabil und angenehm rüberkam und alle nicht so geboostet sind wie ich. Ja, ich habe mit ihm katastrophal performt, vielleicht muss ich mal wieder zocken. Gut, und nun kommen wir zum Increase der Woche, wo wir sehr positive Änderungen sehen, und das ist wieder Rek'Sai, okay? Rek'Sai war einfach geboostet, was ihre Ultimate angeht, und diese Änderung hat sich deutlich auf die Winrate ausgewirkt, okay? Sie hat sich übelst stabilisiert, Pick und Bunrate ist nicht so interessant, meiner Ansicht nach. Ich finde, Rek'Sai ist immer noch absolut spielbar, und auf diese Werte sollte man nicht gucken, sondern wirklich auf die Konsequenz einer Ultimate-Änderung, und das ist bisher sehr, sehr positiv. Tja, und der gute Maxlord hat ebenfalls eine sehr schöne Situation auf Twitch gehabt, wo er einfach Yasuo gespielt hat. Ne? Die Tunnelsysteme haben natürlich auch eine deutliche Änderung erfahren, gerade wenn man viele Punkte reingesteckt hat und er swappt hier hin und her. Das ist ein Todlach. Ne? Das ist wirklich sehr, sehr witzig, was kleine Änderungen dann quasi über einen langen Zeitraum bewirken können. Und tja, und ein positiver Charakter ist außerdem der gute Jax. Jax ist halt auch so ein Dude, der ebenfalls von der Toplane-Position heraus sehr, sehr gut snowballen kann. Also wenn man dem einmal ins Game reinbekommt, dann kommt er auch nicht so schnell raus. Ist immer noch einer der best skalierenden Champion im ganzen Spiel. Wir sehen ihn nur vergleichsweise selten. Und das hat sich mit einer sehr kleinen Änderung, mit der Reichweitenerhöhung, deutlich geändert. Das heißt, Winrate, Pickrate, Bunrate, na, alles ist so ein kleines bisschen hochgegangen bei ihm, was wirklich sehr, sehr schön ist. Und man muss ja daran denken, dass so eine Änderung eine große Konsequenz hat. Denn Melee-Matchups auf der Toplane erscheinen sich über ganz kleine Momente. Und wenn du nicht nur einen empowerten Angriff zur Verfügung hast, sondern einen auch mit mehr Reichweite, das macht halt insane viel aus, Leute, dann kannst du den gegnerischen Melee-Champion gut terrorisieren, weil du hast halt wirklich diese paar Zentimeter mehr zur Verfügung und zerstörst die Gegner dadurch. Beziehungsweise kannst sie gut harassen und dann irgendwann den Engage landen. Jax hat immer noch ein super krasses Potenzial, ins Late Game zu scalen. Und so eine Änderung macht ihn in vielen Matchups einfach ein bisschen stärker. Das macht halt, tut mir leid, das macht halt wirklich viel aus. Und gut, kommen wir nur zu der Mechanik der Woche. Und das ist eine sehr kleine, aber feine, denn wir kennen ja alle Elise und wir hassen sie für ihr Repel. Okay, Repel ist super strong, du bist damit in der Lage, Spells zu dodgen, beziehungsweise Tower-Aggro zu verlieren, das ist ein Gap-Closer, ne? Das ist halt wirklich viel in einem. Aber dieser Spell hat einen sehr, sehr lustigen Counter, und zwar ist es Vision. Das bedeutet, normalerweise geht es ins Repel hoch und kann sich irgendein Ziel auswählen und geht dann hin. Ja, super nice. Aber sollte eine Rauchgranate unter ihr sein, die zum Beispiel von Graves abgefeuert wird, geht das nicht. Da kann Elise nirgendwo runter, weil sie sieht nichts. Weil anscheinend ist sie nicht oben in der Luft,
sondern immer noch unten, ne? Programming for the win. Das heißt, sie sieht nicht, wo sie hinrepellen kann und ist quasi gezwungen, wieder in die Smoke Grenade runterzugehen. Das, meine Freunde, ist super witzig. Denn das Elise-Graves-Matchup sehen wir relativ häufig. Und wenn das funktioniert, ist es halt RIP. Ne? Das ist halt GG. Die geht ins Repel, zack, Rauchgranate drunter. Und schon hat sie nur eine Stelle, wo sie runtergehen kann. Und das ist direkt in den Rauch. Ne? Super witzig. Und auch sehr, sehr nützlich, wenn ich ehrlich bin. Wunderbar, kommen wir nun zum Outplay der Woche und das ist ebenfalls in Korea gewesen. Denn da hat man versucht, den Baron zu machen und der gegnerische Jungler hat sich ein bisschen rangesneakt. Denn es ist ein Lee Sin und er ist dafür bekannt, nicht nur mit dem Q guten Execute-Damage zu machen, sondern es auch als Gap-Closer zu nutzen. Das heißt, normalerweise macht der Lee Sin Q da rein, reaktiviert, springt in den Pit und stealt dir den Baron. Sehr, sehr unangenehme Situation, aber nicht in Korea. Hier ist nämlich ein Braum getroffen worden und er hat sein fucking Brain benutzt. Das bedeutet, sobald Lee Sin das Ganze reaktivieren wollte, ist er rübergeflasht. Er ist aus dem Pit rausgeflasht, dass der Steal nicht erfolgen konnte. Und das war genius. Er hätte das Ganze schon sehr, sehr früh machen können, aber dann hätte Lee Sin mit einem Wardjump eventuell den Steal-Versuch gewagt oder mit einem Flash oder was auch immer. Aber hier ihn so dermaßen zu verarschen, aus dem Pit raus zu flashen und normalerweise flashen quasi die Supporter raus, um den Jungler zu hindern, dass er reingeht. Und hier hat man zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das war einfach genius. Super coole Idee. Finde ich übel nice, dass man an so kleine Dinge denkt. Und gut, kommen wir nur zum Itembild der Woche und da wurde ich übelste Sorte zugespammt, okay? Im gestrigen Video habe ich ja sowieso gemeint, ich lese alle Nachrichten. War ein Fehler, okay? Ich wurde zugespammt des Todes. Na und unter anderem war der Hinweis dabei, kombiniere doch Gargoyles mit Solaris und es ist insane. Und einige haben so gemeint, mach das bitte mit Cho'Gath. Denn das neue Solaris hat ja eine Kombination aus einem festen Wert, der gar nicht so bad ist, und deiner Bonus-HP, die du generierst. Wie zum Beispiel durch Items oder Runen und Masteries. Tja, und Gargoyles gibt dir ebenfalls Bonus-HP, wenn du das Item aktivierst. Das hat zur Folge, dass du Gargoyles aktivierst und Leuten ein 1000er Schild gibst. Das heißt, wir haben nicht nur mit den neuen Items jetzt die Möglichkeit, 1000er Heals mit Redemption rauszudrücken, sondern Solari kann auf Junglern oder Gargoyle-Trägern gebaut werden und dann kurz vor der Solari-Aktivierung Gargoyles zu starten und dann 1000er oder 2000er Schild zu geben. Denn die Zahlen sind ridiculous. Die sind abartig. Man muss ja daran denken, dass es ja fürs halbe Team ist. Oder je nachdem, wie viele Leute ihr damit trefft. Dieser Item-Combo, Leute. Wie stupid. Aber sehr effizient. Deswegen ist es okay. Gut, kommen wir nun zum PBE-Stuff und da wird Trundle ein kleines bisschen überarbeitet. Das hat vor allen Dingen auf Reddit für den einen oder anderen Aufruhr gesorgt, denn Trundle ist nun in der Lage, nun deutlich mehr AD vom Gegner zu klauen. Na, normalerweise hat er sich gebissen und 40 Bonus-AD erhalten und dir 20 gemobst. Ne? Der hat es einfach geklaut, ist damit auch ein sehr guter Duellant, gerade in der frühen Spielphase. Nun ist es so, dass er dir den doppelten Wert klaut. Das heißt, er kriegt 40 AD und klaut dir 40. Klingt absolut insane, aber beruhigt euch. Denn diese AD ist nicht ein fester Wert, sondern ein Teil deiner Bonus-AD. Das heißt, im späteren Spielverlauf ist Trundle immer noch insane, da klaut ihr einfach einen Black Cleaver. Aber im frühen Spielverlauf kann das nicht so hart abused werden, okay? Wenn du auf niedrigen Leveln die Gegner 10 bis 20 AD klaust, das ist insane. Das ist halt übel viel, okay? Aber es ist lediglich Bonus-AD. Im Prinzip klaut er dir alle Runen und Masteries, okay? Das macht er. Je nachdem, was du für ein Top-Laner natürlich bist. Aber die Grundidee ist davon nicht schlecht. Das heißt, Mages wie zum Beispiel Rumble werden davon so gut wie gar nicht betroffen. Aber die Fioras und die Jarmans, die haben jetzt bald einen sehr, sehr würdigen Gegner da oben. Denn deine Items werden dir absolut gemobst werden, okay? Mit einem bis vier Langschwerter klauen? Kann man, denke ich, machen. Wird sehr interessant werden, denn ich bin Trundle Main. Und gut, und nun kommen wir zum Why der Woche und da habe ich im Prinzip keins vorbereitet, aber ich nehme das gerade während des gestrigen LCS-Tags auf und da hat Fnatic einfach es geschafft, ein Spiel wegzuschmeißen, wo sie 2000 Millionen Gold vorne waren, okay? Die haben Rocket im ersten Game komplett destroyed und im zweiten Game waren sie über Stunden 10.000 Gold vorne, haben eine viel bessere Komposition gehabt, alles viel sauberer gemacht, aber keine Lust gehabt, das Spiel zu beenden. Einfach kein Bocken. Tja, und das Endresultat ist, dass ihre Split-Push-Strategie ein bisschen übertrieben worden ist. Sie haben sich also auf die Sidelanes verteilt und vergessen, ihre Vordertür abzuschließen. Das heißt, Rocket hat einfach das Team nicht gebackt dort, sondern gefront dort. Na, quasi geswattet. Das heißt, sie sind einfach rein, haben den Nexus einfach nur mit den Superminions, die sie zur Verfügung hatten, einfach destroyed. Fnatic hat einfach hier eine Zeit, das war einfach so dumm. Und das Endresultat ist, dass sie mit einem mentalen Schaden in das nächste Game gegangen sind und das dritte Spiel verloren haben. Und ich muss dazu sagen, ich bin kein Fnatic-Fanboy.
Ich will einfach nur Feierabend haben, okay? Die haben mir eine Stunde meines Lebens geklaut. Aber Hut ab vor Rocket. Das sind einfach 5 von 5 kompetenz-wise. Ja, das war einfach Fail hoch 10. Aber vielleicht eine Niederlage, die Fnatic ein bisschen aufwacht. Und Hut ab an Rocket. Grüße gehen raus an den guten Grabs. Habt ihr toll gemacht. Ja, absolut Spitzenklasse. Aber euer Gegner war auch einfach nicht mehr ganz richtig im Kopf. Muss man auch sagen. Gut, im Prinzip war's das. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Ich wünsche euch einen absolut bezaubernden Tag. Haut rein und viel Spaß beim Ranked.